Der ist doch wirklich komplett lost. Lost, lock it in, Motherfucker. Ohne Scheiß, also ich schäme mich manchmal wirklich. Guck mal, wie der sich auf. Mann, Mann, Mann. Ohne Scheiß, Alter. Wahnsinn. Wie gesagt, mit was für Typen du dir da hier eine Plattform teilen musst, ey. Bin ich jetzt, übertreibe ich jetzt hier oder was ist hier los, Alter? Sind wir mal ganz ehrlich, was ist das für eine Scheiße, ja? Also aus meiner Sicht auf jeden Fall, Digga. Ist der Typ komplett bescheuert? Also jetzt mal ganz ehrlich, Digga, ja? Küsschen für Marvin. Übertreibst du auf jeden Fall, Bro. Weil es gab ja nichts persönlich in deine Richtung. Ich meine, ich habe deinen Namen da gedroppt, weil du zu dem Zeitpunkt auch ein Video gemacht hast, Digga, wo mein Name mit drin steht und ich das auch einfach gesehen habe, so. Nicht mehr und nicht weniger, Bro. Wenn du dich von sowas emotional triggern lässt, dann übertreibst du. Für mich übertreibst du auf jeden Fall. Und ich würde halt auch gerne mal, wenn wir uns... Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Kurz Klima, bis ich die Einstellung hier gemacht hab und dann geh mal rein. Dann geh mal rein in die Olga. Der Stream läuft sehr flüssig, dankeschön Brudi. Danke für das Feedback, dann weiß ich jetzt Bescheid und wir können rein starten. Und zwar reagieren wir jetzt auf ein Video von Marvin Texas. Ich habe gestern im Chat gesehen, hat mir einer geschrieben, dass der Marvin aus Texas kommt oder in Texas lebt. Und ich nenne ihn dann auch lieber Marvin Texas, weil ich weiß nicht, ich verbinde mit Kalifornien so viele positive Dinge. Ich finde Kalifornien geil, ich will unbedingt dahin. Tupac, California Love, Muscle Beach, Santa Monica Pier. Diese ganzen Sachen, das sind so viele schöne Sachen. Da will ich den Marvin Marv eigentlich ungern mit in die mit reinpacken. Und dadurch, dass er ja gar nicht in Kalifornien lebt, nenne ich ihn jetzt Marvin Texas. Kleine Späße natürlich an der Stelle. Wir reagieren heute auf ein Video von Marvin California. Der hat ein Video gemacht, Leon Lovelock verbreitet Unwahrheiten über Kuchen-TV und mich. Pinocchio It In Man Reaction. Okay, ich bin gespannt. Ich habe gestern schon so ein bisschen reingeschaut, muss ich ehrlich zugestehen. Und es war auch, glaube ich, ganz gut so. Aber ich sag noch nicht zu viel dazu. Wir starten einfach rein. Weißt du, wie viele Leute, also weißt du, wie krass Leute mich versucht haben, wieder runterzuziehen? Wo ich, genau da, wo ich nach Mexiko geflogen bin, kam auf einmal Kuchen-TV mit einem langen Video über mich. Cynic mit zwei, drei. Ist ein bisschen leise, wa? Erweiterte Audiogerät-Eigenschaften. Desktop-Audio. Push mal um 5. Marvin, California mit ein, zwei Videos. Alle sind, auf einmal gab es 1000 Videos über mich so. Das ist der labert, ja? Alter, das ist unfassbar. Drei Videos. Marvin, nach Mexiko geflogen bin, kam auf einmal Kuchen-TV mit einem langen Video über mich. Cynic mit zwei, drei Videos. Marvin, California mit ein, zwei Videos. Digga, denkt der wirklich, dass wir so dämlich sind und die Timeline vergessen haben? Ja. Digga, ja. Also der ist doch wirklich komplett lost. Der ist doch wirklich komplett lost. Lost, lock it in, motherfucker. Also nur mal zum Verständnis. Leon Lovelock sitzt im Interview, sorry, Talk mit Flair und sagt... Nee, war schon richtig. Ist ein Interview, Bro. Ach nee, mit Flair. Ich dachte, er meint jetzt das Interview. Das ist ein Interview. Mit Flair war ein Talk. Hast du recht. Ich dachte eigentlich das und das. Das waren so Internet-Trolle. Kurze Pause. So wie dieser Kuchen-TV. Trollvideo auf YouTube, Bruder. Yeah. Wie so ein Exposed-Trollvideo auf YouTube, so weißt du? Krass. So Kuchen-TV-Video oder so ein Shit. Hehehehehehehe. Keine Reaktion von Flair. Und sagt er noch irgendwas? Ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber... ich würde mich mal freuen, wenn jemand ein Zerstörungsvideo gegen mich macht. Okay. Unnötiger Front von Leon Lovelock. Völlig random gegen Kuchen-TV mit der gleichzeitigen Aufforderung. Ich würde mich sehr drüber freuen. Ja. Aber war doch kein Front, Dicker. Ich habe das ehrlich so gemeint. Für mich kam dieses Spiegel-TV-Ding. Das war für mich kein vernünftiger, redaktionell aufgearbeiteter Beitrag, sondern kam mir eher wie ein Trollvideo von YouTube rüber. Wie von Kuchen-TV oder so. Also da stehe ich zu. Wenn jemand ein Video gegen mich macht. Ey, mach, Digga, ich schwöre, ich hab Bock drauf. Ich wäre ready dafür. Tschüss, lager voll die kurz nach da noch, gell? Krass, Digga, was ein Unterschied, Bro. Was feiert ihr mehr, oben lang oder kurz? Wenn mal einer jetzt um die Ecke kommt und so ein Lovelock-Zerstörungsvideo macht oder so. Okay, Bro, hier bin ich. Dann gab es das Video von KuchenTV. Das ist geil, Digga, hat der geil gemacht, der KuchenTV. Ist so. Eine Reaktion, mein lieber Freund, ja? Das war eine Reaktion. Er sagt jetzt zu David, ja, wo ich gerade nach Mexiko gefahren bin, ne, da, wo ich nach Mexiko ausgewandert bin, da kommen auf einmal so völlig random hier so Marvin California und Kuchen.
Stopp. Ich habe nicht gesagt völlig random. Ich habe gesagt zu dem Zeitpunkt. Ja, warte kurz. Eine Sekunde. Was für völlig random, Alter? Also er hängt sich jetzt auf dem völlig random auf und ich habe nicht völlig random gesagt, weil ich weiß ganz genau, dass ich auch teilweise der Auslöser für diese Videos war. Das Einzige, was ich in dem Interview sagen wollte, ist, Marvin, und da brauchst du gar nicht emotional werden. Ich merke langsam, dreht sich das Spiel so ein bisschen um. Aber ab jetzt ändert sich der Spieß. Ab jetzt ändert sich der Spieß. Also am Anfang habe ich die Emotionen drin gehabt, in diesen ganzen Sachen, Thematiken, wo Leute über mich geredet haben. Ey, ich will es gar nicht Fitner nennen oder so, weil, keine Ahnung, es ist ja kein richtiger, es ist ja nicht einfach nur dummer Hass, sondern es ist ja schon, die haben ja einen Grund, sag ich mal, mich zu haten. Da gibt es ja Gründe immer, die sie nach vorne schieben, so. Aber ich muss sagen, ich bin da mit meinen Emotionen einfach komplett raus, Digga. So, und ich merke aber, wie die Jungs mit ihren Emotionen voll drin sind, das werdet ihr jetzt gleich auch noch sehen. Der dreht richtig durch hier, der Marvin, mit Timeline und ich habe das dann gesagt und hier gesagt und bla gesagt. Am Ende des Tages wollte ich eigentlich einfach nur sagen, ich bin so nach Mexiko geflogen, ich bin in Mexiko und ich sehe auf meinem Handy jeden Tag, wie ein Video über mich online kommt. Und da habe ich gar nicht, ich habe die Videos nicht angeschaut, ich habe nicht geguckt, was da gesagt wird, was die Timeline ist oder so, so tief wie er jetzt da gerade mit Timeline und hin und her und KuchenTV und er hat dann da das gesagt und ich dann da später das gesagt. So tief war ich gar nicht drin. Bro, ich war in Mexiko das erste Mal in der Karibik, Dicker. So. Ich habe einfach nur auf YouTube gesehen, wenn ich Leon Lovelock eingegeben habe, dass gerade 3-4 Videos über mich rausgekommen sind. Habe ich auch extra in dem Interview gesagt, nicht gegen mich, sondern über mich rausgekommen sind. Und mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass ich auch teilweise der Auslöser dafür war. Beispiel KuchenTV, weil ich das ja selber als Ansage quasi gesagt habe, so ey, wäre geil, wenn mal wieder jemand um die Ecke kommt. Und KuchenTV hat es dann aufgegriffen und hat es dann gemacht so. Das Einzige, was ich da gesagt habe in dem Interview ist, dass ich das zu dem Zeitpunkt gesehen habe oder dass es zu dem Zeitpunkt passiert ist, wo ich gerade den Move nach Mexiko gemacht habe. So. Und das ist einfach ein Fakt, das ist nicht irgendwie wertend gemeint oder so. Und dann im gleichen Atemzug später habe ich dann einfach gesagt, dass ich es auch irgendwo schade finde, weil ich gerade in Deutschland angefangen habe, auf alles zu reagieren. Und das, ich meine auch wirklich alles, alles. Sowas hier zum Beispiel, warte mal, sorry. Das wird hier gerade angezeigt, ich muss das einmal, das muss ich jetzt mal kurz aufgreifen. Das hier zum Beispiel, diese Reaktion hier auf Nico und auf Cynic, das ist ein Thema, das ist mir persönlich als Mensch einfach extrem schwer gefallen. Nichtsdestotrotz habe ich es gemacht, weil ich mir gesagt habe, wenn jemand in der Öffentlichkeit über mich redet, dann gebe ich auch meine Meinung oder meinen Senf oder meine Ansicht der ganzen Sache dazu ab. So. Und das mache ich und das habe ich gemacht. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich nach Mexiko gegangen bin, kamen dann halt 3-4 Leute um die Ecke und ich hätte gern darauf reagiert, aber ich hatte mein Equipment nicht da. Jetzt habe ich alles hier und jetzt werde ich Step by Step vielleicht, ich weiß nicht, ob ich mir die alten Videos jetzt noch reinziehe, aber das Video ist jetzt von gestern, ich werde darauf reagieren, so. Nicht mehr und nicht weniger, wollte ich damit sagen. Junge, 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 Junge. Dann zu dem Cynic-Thema. Cynic und ich haben schon beide negative Erfahrungen mit Leon Lovelock gemacht. Wir haben beide einen 3-stündigen Talk gehabt in Cynics Format Sag ihm, wo es auch mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht, um unsere negativen Erfahrungen mit Leon Lovelock ging. Das war kein Video gegen Leon Lovelock oder kein Video über Leon Lovelock. Das war ein Talk mit mehreren Themen. Ja. Da ging es um alles Mögliche, unter anderem auch mal eine Viertelstunde um Leon Lovelock. Leon Lovelock hat sich diesen Teil rausgenommen und hat darauf reagiert. Hat daraufhin private Chats mit mir nachgesprochen, also meine privaten DMs mit ihm geleakt. Ja. Er hat sie nicht in die Kamera gezeigt, aber er hat sie wortwörtlich vorgelesen. Hat aber einige Sachen ausgelassen. Ja. Naja, Dicker, nee. Ich habe das einfach nur vorgelesen zum Verständnis für meine Community an der Stelle. Die das so darstellen lassen, als ob ich mich mit Leon Lovelock vertragen habe und 2 Tage später gegen ihn geschossen habe. Ja. Er hat da Tatsachen verdreht und dagegen habe ich mich gewehrt, indem ich auf seine Reaction nochmal reagiert habe und ihn da komplett auseinandergenommen habe. Auseinandergenommen hast du mich nicht, Bro, das kannst du nicht. Dazu bist du nicht fähig, Marvin, sorry, Texas. Das Video habe ich mir gar nicht reingezogen, dieses erste. Leon Lovelock treibt mich komplett in den Wahnsinn. Das war, glaube ich, genau zu dem Zeitpunkt, wo ich dann abgehauen bin, ne? Eine Stunde 37 und 23 Sekunden, während ich in Mexiko bin, Anfangszeiten, das erste Mal irgendwie, Bro, ich war noch, ey, ich meine, jeder Junge im heranwachsenden Alter träumt davon, mal auf einer Yacht mit 30 Models Party zu machen, so, ne?
und einfach alles rauszulassen. So. Und so eine Erlebnisse hatte ich gerade zu der Zeit zum ersten Mal so, weißt du? Oder auch, ich meine, das ist jetzt sehr relativ stumpfsinnig, aber es ist von jedem heranwachsenden Typen ist es eine Art. Nein, nicht von jedem Mann. Das ist wieder natürlich, das bin ich so. Ich, für mich ist es auf jeden Fall so. Für mich war es damals schon so. Wenn ich sowas gesehen habe, ich wollte auch immer. Und es war halt genau zu der Zeit, wo ich so eine Erlebnisse das erste Mal hatte. Und dann, ich weiß, das kann man, glaube ich, nachvollziehen, wenn ich dann darauf nicht reagiere einfach so. Weil ich für mich einfach da Prioritäten gesetzt habe und gesagt, nee, Digga, da habe ich keine Zeit und keine Lust auch zu, mir diese negativen Vibes reinzuziehen. Und ich sag euch, ich spüre da bei Marvin California auf jeden Fall Kritik so. Das hat er mir auch am ersten Telefonat gesagt, dass er mich kritisiert einfach, konstruktiv auch irgendwo. Aber ich spürte auch ganz klar einfach eine generelle Abneigung der Person Leon Lovelock gegenüber. Und da wird halt jede Kleinigkeit, die, sag ich mal, vielleicht, also da wird gesucht einfach. Jede Kleinigkeit, wo ich irgendwie was mache, was man hops nehmen kann, wird hops genommen. Und es ist auch vollkommen okay so, aber stempel es nicht oder sag nicht, das ist einfach nur konstruktive Kritik oder so. Es ist schon Hate, also von Marvin und auch von einem Cynic, das ist schon Hate. Meiner Meinung nach, so kommt es halt bei mir an persönlich so. Zum Beispiel so ein Klo ist für mich kein Hate, weil das ist für mich lustig, das ist ein Meme machen, der lacht sich selber kaputt, weißt du? Aber ich glaube, dass so eine Jungs hier halt, dass die halt auch schon wirklich oft über mich auch nachdenken, mich im Kopf haben und so drüber nachdenken, okay, der Wichser so und was kann man noch machen und so. Weißt du, wie ich meine? Und das ist für mich Hate, Bro. Also was ist das jetzt hier für eine scheiß Ansage? Ist der Typ komplett bescheuert, Alter? Ist der Typ komplett bescheuert? Also jetzt mal ganz ehrlich, Digga, ja? Küsschen für Marvin. Alter, wo kommen wir da hin, Alter? Solche Larven, Alter, ey. Ohne Scheiß, also ich schäme mich manchmal wirklich. Bruder, guck mal, wie der sich aufregt, Digga. Ich schwöre, der ist voll am Arsch, Mann. Also den fuckt das richtig krass ab, so. Aber ich hab dir nichts getan, Bro. Ich will dir auch nichts tun, so. Ich trigger dich nicht extra oder so, aber du lässt dich triggern, Bro. You gotta relax, Bro. Fangen wir vielleicht auch mit Yoga. Oder vielleicht auch, empfehle ich eigentlich ungern, aber vielleicht auch mal die ein oder andere Tüte. Vielleicht CBD erstmal. Dass ich auf der gleichen Plattform stattfinde wie solche Typen hier, Alter. Unfassbar, unfassbar. Völlig falsche Selbstwahrnehmung. Lost it in, man, Alter. Lost it in zu 200%. Unfassbar. Danity, danke schön für 100, David. Ich sehe mich persönlich halt anders, als so ein Marvin mich sieht. Und deswegen sagt der völlig komplett falsche Selbstwahrnehmung. Aber ich nehme mich halt wahr. So, du nimmst mich nicht so wahr, wie ich mich wahrnehme. Und dann ist es für dich eine falsche Wahrnehmung. Für mich hast du die falsche Wahrnehmung. Leon gibt null Kontra und stimmt allem zu. Aller fühle ich, feiere ich. Ja gut, David steckt halt nicht drin. Der kann das ja hier nur für bare Münze nehmen, Digga. Ja. Der kennt sich damit nicht aus. Der weiß nicht, wie da der Tathergang war. Ja. Wie da die Chronik war. Wie da die Timeline aussieht, ja. Aber der junge Mann hier, der ist brutal, Dicker, ich schwör's dir, ich geh gleich an den Beach, glaube ich, jo. Gestern hat's den ganzen Tag geregnet. Er dreht einfach Tatsachen und stellt das so dar, als ob Kuchen und ich gegen den hier random fronten, Alter. Was ich aber sagen muss, ich merke hier bei Marvin auf jeden Fall Hate, Hass im Herzen. Was ich sagen muss, bei Kuchen merke ich das nicht. Kuchen ist, glaube ich, da professionell bei der Nummer dran, so. Der hat mich zwar auch gefressen, aber ich glaube, der macht das auch fun-mäßig so. Dem macht es Spaß halt. Ihm macht es Spaß, mich zu triggern und da weiter reinzugehen und so. Ich glaube, bei Marvin ist es schon langsam, den Fakt sogar ab. Weißt du, ich meine, der schläft abends, denkt sich, oh, Leon, der Bastard, dann, während ich irgendwo auf einer Yacht mit 30 Ullen. Ja. Mann. Sorry, Bro. Mann, Mann, ey. Unfassbar, Alter. Alle sind, auf einmal gab es 1000 Videos über mich so. Genau da, wo ich versucht habe, so meinen Move zu machen und Urlaub machen wollte, den Spaß. Zum Glück hat mich das halt, also ich, auf einer Seite finde ich es schade, weil ich hier in Deutschland gerade mit dem Twitch richtig losgegangen bin und auch auf alles und jeden reagiert hätte. Cine, Kuchen, TV, Marvin, California, und das hätte mir gute Klicks gebracht und dadurch dann Geld. Das hätte ich gebrauchen können. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass mich das... Hier darf man einfach rauchen, wa? Darf man hier einfach rauchen? Auf Twitch? Das halt überhaupt nicht gejuckt hat, so. Ich war halt da drüben und habe zum ersten Mal das echte Leben gesehen, in Anführungszeichen, und hab mir dann gesagt, so geil, Alter, du machst jetzt endlich einen Lebensweg, so, du findest dich selber, du gehst in die Sonne und so, hatte ich keine Energie und Zeit mehr, darauf zu reagieren, so.
Was man war der Hauptpunkt? Randall von Disneys große Pause. Randall. Marvin ist Randall und der... Ey. Ach, egal. Deine Richtung? Ich habe das natürlich alles so ein bisschen nebenbei mitbekommen und bekomme es irgendwann wieder irgendwo mit, aber ich habe mir die Videos jetzt nicht genau reingezogen. Natürlich gab es ja diese ganze Sache mit deinem Video am Anfang der Pandemie, der Corona-Zeit von wegen, ey, geht raus, sieht das. André, danke für die 1000 Beruhigungsbits. Calm down, man. Ja, aber Digga, würde dich das nicht auch aufregen, Digga? Bin ich jetzt, übertreibe ich jetzt hier oder was ist hier los, Alter? Sind wir mal ganz ehrlich, was ist das für eine Scheiße? Ja. Also aus meiner Sicht auf jeden Fall, Digga. Also wenn du dich von sowas emotional triggern lässt, dann übertreibst du auf jeden Fall, Bro. Weil es gab ja nichts persönlich in deine Richtung. Ich meine, ich habe deinen Namen da gedroppt, weil du zu dem Zeitpunkt auch ein Video gemacht hast, Digga, wo mein Name mit drin steht und ich das auch einfach gesehen habe, so. Nicht mehr und nicht weniger, Bro. Wenn du dich von sowas emotional triggern lässt, dann übertreibst du. Für mich übertreibst du auf jeden Fall. Und ich würde halt auch gerne mal, wenn wir uns dann live und persönlich sehen, dass du mir den Talk einfach auch nochmal ins Gesicht sagst, so. Dass ich da auch nochmal einfach drauf reagieren kann. So in real life. Das ist für mich eh immer geiler als hier im Internet. Weil ich denke halt, dass gerade so Leute wie Marvin California, die ja, haben halt viel, also ein großer Teil ihres Lebens findet hier statt. Online, vorm Bildschirm. Und die Jungs würde ich halt gerne auch mal einfach ins echte Leben reinziehen und dann da einfach auch mal diskutieren. Weißt du? Ohne Gewalt, ohne irgendwie so, ich bin nicht so. Weißt du, ich könnte niemals jemandem, also ich würde niemals jemandem einfach so wehtun, so, könnte ich nicht, weißt du? Also jetzt, wenn da Leute jetzt wieder sagen, irgendwas mit Drohnen oder dies, das, so wie Kuchen damals, Digga. Nee, aber dass man sich mal sieht, dass man sich mal spürt, dass man sich mal in die Augen guckt, dass man mal, dass du mir mal in die Augen einfach sagst, dass ich lost bin, dass du mir mal in die Augen einfach sagst, dass ich ein behinderter Typ bin, so. Dass du mir einfach mal in die Augen sagst und dass ich dann auch darauf reagieren kann und dann, ja. Ist doch am Ende cooler, weißt du, dann hat man einen Talk und dann ist das Ding auch durch, finde ich. Ich meine, content-wise ist es cool hier mit Reactions hin und her, aber, ja, irgendwann ist auch mal gut. Mann, ohne Scheiß, Alter. Wahnsinn, wie gesagt, mit was für Typen du dir da hier eine Plattform teilen musst, ey. Unfassbar. Das hat sich am Telefon halt auch ganz anders angehört, ne? Ich weiß ganz genau, wenn ich ihn jetzt anrufe, so, der redet dann ganz anders, weißt du? Hier auf Twitch und wenn er da sitzt in Texas mit seiner Kippe in der Hand und so Kopfhörer und seiner Community, die ihm Rücken gibt, so ihm die Balls aufbaut, dann kannst du halt die Sachen einfach mal so rausdroppen. Aber am Telefon oder in Real Life ist auch wieder anders, Bruder. Das musst du auch zugeben. Und bei mir ist es nicht so. Ich bin 1:1. Auch zu dem, was du eben gesagt hast, wollte ich nochmal sagen, so, weil du gesagt hast, ich bin auch nicht deiner Meinung. Bro, das Video ist jetzt schon wieder ein Jahr her, glaube ich. Ja. Und Menschen ändern sich, weißt natürlich. Du? Meinungen ich meine, ändern ich sich. Zu dem Zeitpunkt ja, ich weiß. Erlernen, ja. Klar. Ey, Bro, so verstehe ich. Weißt du, wie ich meine so? Kann ich nachvollziehen. Ich bin, also ich glaube, die Menschen denken vielleicht draußen teilweise, dass ich so ein stumpfer, dummer Typ bin, der sich null selbst reflektiert und seine eigene Realität als die Realität der Welt sieht und so, das lese ich öfters in meinen Kommentaren so. Ah, ich, aber ist ich das bin so krass schon? Nö, manchmal. Okay. Ist jetzt nicht wild, ich habe jetzt nicht den riesen Shitstorm oder so, aber immer mal wieder so ein bisschen sitzen und sagen, dass ich weiß, dass ich in dem Moment... Da hat er was rausgeschnitten, das hätte mich interessiert, was er da gesagt hat. ...das Video aufgenommen habe, 1:1 alles so gefühlt habe, wie ich es gesagt habe. Und da stehe ich auch als Mensch, als Leon Lovelock zu 100% hinten dran. Das war ich zu dem Zeitpunkt, der da auf der Treppe saß so. Nichtsdestotrotz kann ich eine Minute später ein schlauerer Mensch sein. So, 2 Minuten später, 3 Minuten später, ein Monat, ein Jahr später, reflektiert. Das ist, Digga, das ist typisch, ja. Das ist das Problem heutzutage. Jeder Mensch mit, egal wie beschränkt sein Horizont ist, Alter, kann heutzutage einen YouTube-Kanal haben, ja. Wenn er sagt, das ist das, was ich da gefühlt habe. Ja, schön, Alter, ja. Es gibt viele Leute, die fühlen mal was und dann eine Stunde später denken sie sich, okay, das war falsch, ja, was ich da gefühlt habe. Die haben halt nicht gleich das Bedürfnis, damit ins Internet zu gehen und das mit der Masse zu teilen, Digga, ja? Was? Du hängst doch. Ich hab doch in dem Moment, wenn ich ein Interview mache oder wenn ich irgendwo gefragt werde, ey, Digga. Also, wie ist, das sind wieder diese Beispiele, das sind einfach, da wird einfach nur gesucht, irgendwas gesucht, Bro. Mann, ja, für dich bin ich halt ein dummer Typ, der nicht intelligent ist, der nicht reflektieren kann, der alles sofort nutzt, um damit in die Öffentlichkeit zu gehen, Bro. Mann, Bruder, ja, aber das haben halt bis jetzt genug Leute gefühlt, sodass ich bis jetzt mein Ding machen kann, seit 5 Jahren so. Wenn dich das so krass aufregt, dann weiß ich nicht, Bro, mach Voodoo oder mal irgendwas an die Wand. Weiß ich auch nicht, Digga, weißt du so? Aber
Bro, dich dann immer wieder hier hinzusetzen und so eine Sätze zu droppen und da versuchen, immer wieder was zu finden, Digga, das ist doch auch, das ist auf eine Art und Weise, finde ich, auch lächerlich, Marvin. So sage ich dir ganz ehrlich, da machst du dich auch ein bisschen lächerlich. So, weil, ey, das ist Fakt, dass ich mich jetzt heute hier hinsetzen kann, irgendwas erzählen kann, weil ich im Livestream bin oder in irgendeinem Interview sitze und mich da einer irgendwas fragt und ich dann ein Statement abgebe und ich dann vielleicht 3-4 Stunden, eine Woche, einen Monat später sitze und denke, ja, okay, Bro, reflektiert siehst du das heute anders? Reflektiert siehst du es jetzt anders? So. Und ja, ich verstehe das. Ich verstehe das und ich fühle das auch nicht, dass ich das mit diesem Corona-Video so auf die leichte Schulter genommen habe, sage ich mal, und das einfach so hochgeladen habe. Ja, Bro, aber ich habe dazu auch schon 1000 Mal was gesagt und ich habe mich da auch schon genug reflektiert und habe auch schon 50.000 Mal gesagt, dass ich sowas in so einer Art nicht nochmal machen würde, so weißt du. Sich dann hinzusetzen und zu sagen, dass man sich schämt, dass so einer auch auf derselben Plattform stattfindet, Bro. Dicker, warum sagst du sowas nicht über Leute, wo im Raum steht, dass die irgendwie was mit Minderjährigen hatten, so, die auch auf derselben Plattform stattfinden, so weißt du. Das ist für mich was, wo ich sagen würde, so, ey, ja, Mann, da schäme ich mich für. Aber das so auf so einem Level mir reinzudrücken, nee, Dicker, also das lasse ich mir von so jemandem wie Marvin Texas nicht sagen, Bro. Sorry, fühle ich nicht, feiere ich nicht, prägt mich nicht. Für mich bist du einfach nur noch, für mich ist Marvin California einfach nur einer von den Hatern, von den Leuten, die auch Kommentare schreiben. Du bist einer von denen für mich, so. Und Cynic auch. Und das, ich packe das alles in eine Schublade. Deswegen gibt es für mich auch keine Timeline. Und der hat dann dies, das gesagt. Ich sehe einfach nur, okay, einer von den Fitner Boys hat wieder ein Video gemacht, so. Geil. Habe ich jetzt gerade keine Zeit zu, wenn ich wieder Zeit habe, reagiere ich drauf. Fertig, Bruder. Was für eine sinnlose Motherfucker? Argumentation hier. Nur das habe ich damals so gefühlt, deswegen habe ich da ein Video gemacht. Was ist denn das, Alter? Ja, was ist denn das? Das ist genau wie Mustak, Alter, der hier Holger von Massengeschmack TV vorwirft, dass er ein Pädophiler ist, Alter, weil er das damals so gefühlt hat. Ja, klar, Digga. Das ist genau das Gleiche, Bro. Das ist genau das Gleiche. Ich bin zwar nicht im Thema, aber ja, Digga. Ja, Bruder. Genau so ist es. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Auch eine ganz, 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 ganz peinliche Nummer, Alter. Holger ist so ein guter Dude, Alter. Der macht so viel, ja, dafür, dass einfach Medien kompetenter sind, ja. Unfassbar. Und dann kommt so ein Mustak von der Ecke, Alter, und quatscht den dumm voll, Alter. Bin ich nicht im Thema, kann ich nichts zu sagen mit Mustak. Unfassbar. Mann, Mann, Mann. Und er hat dann auch gesagt, ja, das habe ich da so gefühlt, deswegen. War vielleicht nicht richtig, aber ich habe es in dem Moment so gefühlt. Ja, Massengeschmack TV ist ein grandioser Kanal. Ja, also den kann ich auch nur jedem empfehlen. Massengeschmack TV, super YouTube-Kanal, Digga. Einer der wenigen... Guck mal, für mich, er sagt es dann immer so, ah, der ist peinlich und ich schäme mich dafür, dass ich mit ihm auf einer Plattform stattfinde und so. Bro, ich könnte das auch machen, wenn ich so ein Ekelhafter wäre, so. Dann könnte ich auch sagen, so Marvin California, Cynics, das sind für mich peinliche Jungs, die also... Mann, Real Talk, so solche, Mann, ich könnte auch über euch schlecht reden. Ich könnte auch eure ganzen Eigenschaften, die in meiner Welt einfach lächerlich sind, wo ich sage, ey, das ist für mich kein richtiger Mann und so eine Sachen, könnte ich jetzt auch hier nehmen und in den Vordergrund stellen und sagen, ey, ihr seid voll die Pussys und ihr versteckt euch hinter der Kamera und ihr habt nur Eier im Internet und so. Mache ich aber auch nicht so, trage ich auch nicht so krass nach vorne, würde ich niemals von alleine nach vorne tragen. Wo ich mir die ersten Videos reingezogen habe von Marvin California, dachte ich mir auch so, Bro, ey, fühle ich nicht. Aber ich bin jetzt auch keiner, der sich dann hinsetzt und sagt, okay, ich mache jetzt ein Video, damit der Typ seinen Kanal, damit er Hate kriegt, damit er nicht mehr so viel Klicks macht oder damit er irgendwie, dass ich ihn zerstören will oder kaputt machen will oder so. Was? Weißt du, wenn du jemanden nicht magst, Bruder, warum muss man, wenn man jemanden nicht mag, immer versuchen, also es gibt Leute, die haben das Mindset, wenn man jemanden nicht mag, dann will man den klein machen oder zerstören so. Und das Mindset fühle ich nicht, Digga. Wenn ich jemanden nicht mag, dann ignoriere ich den einfach. So, warum muss ich noch dem noch was antun, nur weil ich ihn nicht mag, so, weißt du? Und ich glaube, das ist einfach eine unterschiedliche Denkweise. Kanäle, die ich sogar mit meinem Hauptkanal abonniert habe. Dann lassen wir es auch dabei, wenn er sich da... Nee, er hat ja dann in der Öffentlichkeit darüber geredet. Okay. Und deswegen kann man auch ein bisschen darüber reden, quasi so. Mit Cynic zusammen. Okay, muss ich mal reinziehen. Also, das war auch ein heftiges Ding für mich halt, dass er dann halt mit meinem... Er ist, glaube ich, mein größter Feind. Ich denke, er ist mein größter Fan, aber so irgendwie, irgendwas von den Sachen so. Dass er dann da sitzt mit Nico und die dann darüber reden, was mit Nico passiert ist und so, war für mich ein hart Dreck. Ach, siehst du, genau deswegen kamen wir überhaupt auf Leon Lovelock zu sprechen, Cynic und ich, Alter. Ja, also natürlich, weil es gemeinsame negative Erfahrungswerte gibt, aber auch in erster Linie, weil ich bei dem Talk
zwischen Cynic und Nico Nuevo im Chat war, im Livestream-Chat, ja, hat er gesagt, ja, guck mal, ne, da, du warst ja da auch damit drin bei Nico Nuevo, da haben wir ja über Leon Lovelock gesprochen, so sind wir auf Leon Lovelock zu sprechen gekommen. Ja, also noch mehr random und definitiv nicht so, dass Cynic Videos gegen Leon Lovelock gemacht hat, ich Videos gegen Leon Lovelock gemacht habe. Alter, Junge. Texas it out, man. Yes, Freunde, das war's gewesen mit der Reaction. Wird geschnitten, auf dem Zweitkanal auch hochgeladen. Jo, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich habe da an den Stellen, wo ich was zu sagen hatte, immer wieder was zu gesagt. Ich weiß auch nicht, ob in Zukunft, wenn da jetzt nochmal mehrere Videos kommen, ob ich mir das gebe, Digga. Weil am Ende des Tages sind das für mich auch negative Vibes irgendwo. Auch wenn ich es nicht jetzt in meine Emotionen reinlasse, allein jemanden reinzuziehen, wo du halt spürst, der mag dich nicht, beziehungsweise will dich klein machen oder so. Vor allen Dingen noch, wenn du für dich selber in deiner eigenen Realität siehst, dass dieser Typ nicht das Recht dazu hat, dich klein zu reden oder klein zu machen. Und vor allen Dingen nicht so emotional und nicht so dreckig, weißt du, mit so, ich schäme mich dafür, auf der gleichen Plattform stattzufinden und da. Das sind keine Beleidigungen, aber für mich, das ist ein ekliges Statement, Bro. Muss ich mir nicht geben, weißt du? Fuck it. Dislike it out, man. Und weg mit dem Bruder. Yes. Schalten einmal kurz auf Talk it in. So. Hexenmeister Junior ist auch geil, ja. Ja, ist der Nachfolger, ne? Hat er nicht damals sogar ein Interview gemacht mit dem, Polizeidirektor aus Berlin? Oh, erstmal kurz runterkommen, die Kopfhörer sind warm, Bro. Wir sind immer noch hier 30 Grad, ne? Nicht vergessen, Freunde. Napi online, Miami Loco. What's going on? Sorry, die Cam ist aus, glaube ich. Warte.